Hallo Maine und herzlich willkommen im Wilden Westen. In der letzten Folge haben wir unseren eigenen Trupp gegründet, sind dabei auf ein paar unschöne Menschen getroffen, sind aber auch auf sehr schöne Menschen getroffen, haben anschließend gemeinsam Vorräte verkauft und genau da machen wir jetzt auch weiter. Wir gehen zum Kopfgeldjägerbrett und starten die legendäre Kopfgeldjagd von Cecil Tucker. Ich dachte mir, okay, wir sind ein Vierertrupp, auch wenn es die schwierigste Stufe ist, sollten wir es eigentlich locker flockig schaffen. Falsch gedacht. Das Fort wird doch erstmal richtig schön rasiert und an mehreren Explosionen vorbei haben wir den Ort binnen Sekunden erobert. Wir sollen dann nach Cecil Tucker suchen, der obviously nicht da ist. Ich beschließe auf diesen Turm hier zu gehen, weil ich von da aus eine richtig gute Übersicht habe und wir wehren uns gegen die zahlreichen Angreifer. Das klappt auch wirklich gut, bis einer von uns verreckt. Wow. Zweiter Versuch, wir greifen das Fort an und vernichten wieder mal unsere Gegner mit Leichtigkeit, steigen auf den Turm und Runde 2 möge beginnen. Übrigens, für alle, die bei der Mission strugglen, dieser Spot ist wirklich richtig gut, um die Gegner nacheinander wegzusnipen. Das Feld wird übersät mit Gunfire und ich habe Angst vor diesem Typen. Das Problem ist, der Typ geht wirklich nie in Deckung, heißt, wir versuchen ihn gerade des Todes zu carryen, bitte stirb nicht. Er steigt dann Gott sei Dank auf eine leicht sichere Position und wir können erstmal... Dritter Versuch, wir belagern das Fort und... Echt jetzt? Vierter Versuch, ich belagere das Fort so gut wie alleine und rasiere erstmal alle nach Azkaban. Das Fort wird natürlich wieder mit Schmackes eingenommen. Unser Kollege ist diesmal sicher im Turm postiert, sehr gut. Wir steigen wieder auf unsere erhöhte Position und die Domination kann beginnen. Wir haben natürlich unsere MG-Schützin, die wirklich richtig gut austeilt. Leider ist sie aber hintenrum ungeschützt, deswegen ich versuche hinten alles zu clearen. Ich nehme die feine Dame in Schutz und Leute, ich habe eine halbe Sekunde zu spät reagiert und unser Mage stirbt einfach direkt. Fünfter Versuch, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir rasieren nun ein fünftes Mal das Fort und haben wieder mal alles erobert. Das Problem in dieser Runde ist, dass ein Mitglied gerade AFK ist, ist ein bisschen doof, weil wenn sie stirbt, haben wir verloren. Jedenfalls machen wir uns trotzdem eine Runde. Ich bemerke, wie unsere beiden Mates dazugelernt haben und sogar aktiv Deckung nutzen. Aber wie prophezeit, wurde unser AFK-Kollege ins Nirvana befördert. Sechster Versuch, vorbelagern, boom, 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 zack, voreingenommen und jetzt geht's ans Eingemachte. Unser Team hat beschlossen, sich in dieser Hütte zu verschanzen, was ziemlich nice ist, denn vom Turm aus habe ich die perfekte Sicht auf die Hütte und kann das Team somit beschützen. Das klappt auch wunderbar. Ich mache einen nach dem anderen weg und das Team weiß ich auch sehr gut zu verteidigen. Ich fühle mich wie in der Story Mission und muss sagen, dass das hier wirklich enorm viel Spaß gemacht hat und vor allem, dass alle mit so viel Köpfchen rangehen. Einer ist dann plötzlich gefährlich nah am Eingang. Ich konnte ihn nicht ins Visier nehmen. Dann rennt ein Kollege raus. Warum machst du das? Ich schieße wirklich panisch rum, damit er nicht wieder stirbt und irgendwie konnten wir ihn doch noch retten, Gott sei Dank. Dann wirbelt Sonic seine Waffen rum. Okay, viel Spaß. Jedenfalls verlasse ich den Turm und beschließe, alle Gegner hinter dem Fort zu erledigen. Da hat sich ordentlich was angestaut. Ungelogen, da waren so viele Gegner. Aber mit Deadeye ist das Ganze kein Problem und Cecil Tucker ist nun endlich angekommen. Einer unserer Kollegen ist dann verletzt. Wir eilen natürlich sofort dahin. Jemand anderes hat das auch gemerkt. Ich heile unsere Dame und weiter geht's mit der Mission. Cecil Tucker wurde inzwischen gefangen, wunderbar. Und die Mission ist so gut wie erledigt. Ich dominiere ein letztes Mal den Ort. Wir reiten Richtung Ziellocation und das Ziel wurde endlich abgeliefert. Für den ganzen Spaß gab es satte 143 Dollar und 0,32 Gold, was auf jeden Fall strong ist. Ich sehe dann, wie jemand eine Waffe auf jemanden richtet, was nicht okay ist, weswegen ich die Waffe auf sie richte, um mir damit zu zeigen, dass sie aufhören soll, eine Waffe auf jemanden zu richten. Sie richtet eine Waffe auf mich und das Opfer richtet dann auch eine Waffe auf mich, weswegen ich auch eine Waffe auf sie richte, damit sie aufhört. Dann richtet sie aber ein Repetiergewehr auf mich, weswegen ich eine Shotgun auf sie richte und sie hat ihre Lektion gelernt. Danach schwingen wir die Waffen und haben uns wieder alle vertragen. Auf dem Weg zum Büchsenmacher hat aber irgendwer aus meinem Trupp eine Kopfgeldjagd auf einen anderen Spieler angenommen. Ich poliere erst meine Waffen auf und bin dann bereit für den Krieg. Mit frisch polierten Waffen geht es also raus und wir vernichten unseren ersten Feind. Unser zweiter Feind hat sich mit dem falschen Hillbilly angelegt und wird ebenso nach Valhalla befördert. Dann spawnen Gegner neben uns. Hä? Das tote Kopfgeldziel wurde übrigens abgeliefert und wir haben ein paar Dollar gemacht. Die beiden sind aber noch nicht fertig. Ich versuche den Typen hinten zu töten, doch werde von seinem Kakano-Gewehr dominiert. Kakano-Gewehr ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich immer noch keins und ich weiß, wie gut das im PvP ist, weswegen ich beschlossen habe, mir nun endlich eins zu kaufen. Ich mache noch ein paar kleine Tweaks, um das Gewehr zu verbessern, bin bereit für Krieg, aber unsere Gegner sind einfach weg. Einer von denen ist by the way noch da, der hat sich feige bei der Postmeisterei versteckt, aber ich dachte mir, nee, ich weiß genau, was du vorhast, weswegen ich genau wie er einfach in der Safe Zone geblieben bin. Es gab dann einen kleinen Machtwechsel in unserem Trupp und wir folgen nun Sonic als Anführer. Ich habe dann beschlossen, den Typen doch noch zu rasieren als schönes Finale. Ich wollte eigentlich auch weitermachen, aber halt weg von den Safe Zones, ich hasse sowas, bis unser Truppanführer dann eine berüchtigte Kopfgeldjagd startet. Wir sollen zunächst ein Banditenlager überfallen, ich habe mich da ein bisschen übernommen, Real Talk, aber das Yeeman in meinem Blut wollte nicht anders. Jedenfalls werde ich geheilt, dankeschön, und wir sollen ins nächste Gebiet gehen. Ich beschließe, diesen Wagen voll Sprengstoff mitzunehmen, weil das einfach sehr gut zu Stanley passt. Jedenfalls fahre ich absolut rücksichtslos zum Zielort, aber kann nicht vorbei, weil die Brücke zu schmal ist. Ich sprenge dann den Wagen und ab geht's in die Schlacht. Wir müssen in Butcher Creek die Gegner töten, das fällt uns doch absolut leicht und wir sind am falschen Ort, scheiße. Wir reiten dann weiter, kommen in Van Horny an und die Zielperson ist bereits gefesselt. Ihr könnt euch denken, was darauf gefolgt ist. Mu hat meine Dominanz dann etliche Gegner angelockt, die uns vernichten wollen, aber das Team Alpha weiß sich zu wehren. Gegen ganz Van Horn verteidigen wir uns als Team, ich klaue dann ein Pferd, lasse natürlich keinen Mann zurück und sammeln uns vor Van Horn erstmal gemeinsam. Das Team Alpha ist nun vollständig und bereit und wir reiten in Richtung des Zielgebiets, kommen dort an, flexen mit unseren Waffenmoves, liefern das Ziel ab und machen 0,16 Gold und knapp 21 Dollar. Ich muss sagen, ich fühle mich wirklich wohl in diesem Team. Nicht
Nicht nur, dass die Spieler wirklich was drauf haben, gleichzeitig sind sie auch super nett, was mich auf jeden Fall freut. Dann startet die nächste Kopfgeldjagd, wir machen uns auf den Weg, dann passiert das hier, Spiel gemacht. Wir kommen in Butcher Creek an, Déjà-vu, und müssen hier nach der Zielperson suchen. Das Ganze dauert auch nicht wirklich lange, Real Talk. Die Zielperson wird richtig schmackhaft umgetackelt und gefesselt. Auf Bellevue platziert, reiten wir erneut Richtung Zielgebiet, liefern den Burschen ab und machen 0,08 Gold und knapp 10 Dollar. Ich wollte dann eine Runde schwimmen gehen, um mein Herz-Kreislauf-System zu stärken, doch werde einfach in die letzte Mission des Kopfgeldstranges geschmissen. Wir reiten dabei zum ersten Gebiet, unser Anführer vernichtet dabei einen Gegner, keine Ahnung warum. Jedenfalls reiten wir in das andere Gebiet, weil da die Zielperson sein soll. Und ja, hier ist der böse Bube, wir sind alle im Keller verschanzt. Da wird wieder irgendwer irgendwie gesehen und die Situation eskaliert wieder. Im Prozess stirbt auch die Zielperson, leider, leider, und mein Anführer denkt, ich war das. Jedenfalls machen wir uns auf den Weg zurück, vernichten dabei unsere Gegner, die uns folgen wollen, reiten über die Schienen, kommen in Annisburg an, liefern die Zielperson ab und kriegen wieder einen Hungerlohn. Unser Anführer liebt anscheinend Kopfgeldjagden, denn er startet noch eine. Von mir aus, wir reiten zu unserer Zielperson, die gerade in sein Lager möchte. Ich wollte da auch, to be honest, hin, aber unser Kollege muss leider wieder ausrasten. Ich folge unserem Freund zuerst, aber denke mir später, okay, warum eigentlich? Ich gehe dann zum Lager, das ist quasi diese Höhle hier, und beschließe, meinem inneren Hillbilly freien Lauf zu lassen. Ich bin übrigens überrascht, wie cool diese Mission ist. Ich meine ernsthaft, das hier ist eine ganz normale Kopfgeldmission, wie es aussieht. Zeigt irgendwo auch das Potenzial des Spiels. Nachdem ich mich ordentlich ausgetobt habe, fange ich an, mich Richtung Heimat zu begeben. Und nein, ich meine nicht Butcher Creek, ich meine mein Team. Was übrigens so nett ist und sogar auf mich gewartet hat. Die Mission ist beendet und wir sind ein zufriedengestellter Hillbilly. Wir wollten dann zur nächsten Location weiter, bis einfach dieser Typ kommt und meine Hüften greift, obwohl er die Gelegenheit hatte, die Hüfte unserer Dame anzufassen. Das hier ist nicht irgendein Typ, Leute. Das hier ist ein richtiger Bro. Wir reiten dann zum Kopfgeldjägerbrett, doch leider startet die Mission nicht, weil das Spiel arschverbuggt ist. Ich fange dann an, random zu eskalieren, weil ich sonst nichts machen kann. Und mit diesen Explosionen endet auch dieser Tag. Ja, liebe Leute, das Team hier war wirklich cool, zugegeben, hat super Spaß gemacht, aber alles Gute hat doch irgendwann sein Ende. Falls ihr die letzte Folge von Hillbilly Raid sehen wollt, das Video sowie die Playlist dazu werden euch gleich in der Endcard angezeigt. Neben Red Dead Online mache ich auch noch Assassin's Creed 4 Videos in einem ähnlichen Format, auch da gleich alles in der Endcard. Folgt mir auch auf Twitch, ich streame da manchmal, Link ist in der Beschreibung und ich sage ciao, arrivederci, amanakoim und bis zum nächsten Mal.